Herzlich willkommen, Frau Barths. Sie sind aus dem Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten und heraus, Sie sind verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Erstmal herzlich willkommen. Was hat Corona mit euch gemacht? Wie seid ihr durch die Corona-Zeit gekommen? Also, dass die Werkstätten von heute auf morgen zugemacht werden mussten, wegen der Corona. Das war sehr schwer. Inwiefern war das schwer? Weil Sie dann die ganze Zeit zu Hause bleiben mussten? Die Mitarbeiter sehr viel, also zu Hause bleiben mussten. Ja, bei Ihnen? Naja, es ist so, wir haben ja auch Werkstätten, die psychisch Erkrankte hauptsächlich beheimaten. Und für die war es halt schwer, weil der ganze soziale Kontakt, die Tagesstruktur, alles down von heute auf morgen, gab es sehr viele Ängste. Also nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei den Kollegen. Könnt ihr uns die Ängste schildern? Ist da euch was bekannt? War das Angst, rauszugehen oder Angst, in die Werkstatt zu gehen oder Angst, nicht mehr in die Werkstatt zu dürfen? Ja, Angst teilweise, weil sie Angst haben, dass sie keine Gelder mehr bekommen. Dass sie Angst haben, dass sie ans Geld gehen, weil keine die Möglichkeit nicht mehr haben, um arbeiten zu gehen. Okay, die Angst, den Job da in der Werkstatt. Also wir kennen uns ja schon eine Weile. Und bei Ihnen weiß ich ja, Sie gehen gerne in die Werkstatt. Und da war auch bei Ihnen die Angst, es könnte passieren, dass die Werkstatt gar nicht mehr aufmacht oder Ihr Arbeitsbereich nicht. Ja, okay. Und bei Ihnen? Naja, bei uns ist es so, dass viele meiner Kollegen auch ihre Tagesstruktur durch die Arbeit haben. Den sozialen Kontakt mit anderen. Und die haben halt Angst, dass sie gar nichts mehr von ihrem Entgelt kriegen, dass die Arbeitsplätze weg sind. Sie wissen nicht, wohin dann mit sich. Damit sich unsere Zuschauer ein Bild machen können, in welcher Werkstatt sind Sie und in welchem Bereich arbeiten Sie da in der Werkstatt? Ich arbeite in der VfJ, also eigentlich für Jugendhilfe. Und bin erste Vorsitzende vom Werkstattrat und bin freigestellte Werkstattrat. Wunderbar, oder? Also ich arbeite in keinem Bereich, zurzeit ja, aber sonst habe ein eigenes Büro und mache da meine Werkstattratarbeit. Ist das bei Ihnen auch so? Also ich bin, meine Heimatwerkstatt ist die Faktura GmbH, bin dort im Bereich der Digitalisierung beheimatet und bin im Werkstattrat der zweite Vorsitzende. Abschlussfrage. Jetzt mit den Erfahrungen von Corona im Kopf, was wäre der Wunsch an die Politik oder an die Zukunft? Was wäre da für euch wichtig? Ja, dass man mehr Informationen bekommt. Wir haben alle, wie ich schon mehrere Mal gehört habe, es gab keine einfache Informationen, wie es in Werkstätten steht. Und bei Ihnen? Es ist einfach zu wenig auch über die Außenkanäle verbreitet worden, dass halt Werkstätten mit Behinderung, also für die mit Beschäftigten, dass dort Hilfe geleistet wird, dass dort unterstützt wird. Wie Frau Barth schon sagte, die Informationsmechanik hat einfach nicht funktioniert. Ihr bringt dieselben Punkte wie ganz viele, die heute vor der Kamera waren. Information, Information, Information. Ich danke euch für euer Kommen. Ich wünsche euch, dass die Information an euch jetzt relativ schnell kommt, weil wir hatten heute Morgen die Frau Breitenbach und die war sehr, sehr positiv gestimmt, dass das bald passieren wird, wie es finanziell mit den Werkstätten weitergeht. Danke fürs Kommen. Dankeschön. Das war's. Ich danke euch, wirklich. Stehen vom Anhalter Bahnhof. Wir waren heute bei der Behindertenpolitik und haben Videos gedreht, aber leider nur in 3 Minuten. Und wir wünschen uns gerne, dass es besser und länger geht. Ich gebe es an Fabian auf. Also wir sind uns sicher, dass die Zeit der Corona für uns auch schwierig ist.
Aber wir würden uns wünschen, wenn die Politik eher auf unsere Bedürfnisse drauf eingehen würde, dass man auch direkt erfährt, dass Werkstätten langfristig die Arbeitsplätze gesichert sind. Und dass wir auch miteinander mehr arbeiten können. Wir wünschen uns, dass wir nur 10.000 Beschäftigte, die wir in Berlin haben, dass die Politik eigentlich auch aufwacht und denkt, dass wir nicht, dass alle auch Angst haben, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren können. Wegen Entgelt. Dass die Entgelt gekürzt werden. Wir wissen, dass auch vor Corona die Entgeltsituation schwierig war und auch zur Diskussion stand. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass die Politik mit uns zusammenarbeitet und Projekte ausarbeitet, wo wir zusammen agieren können, um für unsere Kollegen und auch für uns die Werkstatt vernünftig zu bewirtschaften zu können, um auch unsere Entgeltsituation zu sichern. Wir danken euch. Wir danken euch und von unserem Gespräch. Wir hoffen, dass es gut klappt, dass ihr weiter richtig zusammenarbeiten und dass ihr auch euren Arbeitsplatz gut behalten könnt. Danke.